Hallo ihr Lieben, heute backen wir zusammen super leckere Marmorkekse und die schmecken nicht nur zur Weihnachtszeit. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, bleibt einfach dran. Wir brauchen 150 Gramm Mehl, 60 Gramm Kakao, 150 bis 200 Gramm Puderzucker, je nach Süße, 60 Gramm Butter, 10 Gramm Backpulver, 1 Teelöffel von der Vanilleessenz, eine Prise Salz, zwei Eier. Und das Ganze wird jetzt eine Minute geknetet. Eine Minute ist jetzt rum. So schaut unser Teig aus. Ist wirklich ein recht klebriger Teig, deswegen kommt er jetzt in den Gefrierfach, dass wir damit einfach später besser arbeiten können. Ich nehme Klarsichtsfolie. Dann drehe ich meinen Mixtopf um. Lass das Messer mit rausgleiten. Dann habe ich es leichter, das hier alles rauszunehmen. So schaut mein Teig aus. Das wickle ich jetzt ein. So, das wandert jetzt für eine Stunde oder eineinhalb Stunden in den Gefrierschrank. Und wir sehen uns später. Bis gleich. Der Teig war jetzt etwa eineinhalb Stunden im Kühlschrank. Wie ihr seht, ist er richtig fest. Also nicht fest, aber auf jeden Fall viel besser geworden und viel fester geworden. Wir machen das jetzt auf. So, hier ist es euch selbst überlassen, wie groß ihr die Kekse haben wollt. Ich mache standardmäßig 20 draus, ich bin 24, 30 oder auch ganz kleine machen. Den Teig habe ich jetzt in 30 Teile gemacht. Es werden welche größer, welche kleiner sein. Ihr könnt sie natürlich auch alle gleich groß machen. Und nun machen wir Bällchen draus. Es geht eigentlich recht gut, nur die Hände werden ein bisschen schokoladig sein. Ich wasche mal schön die Hände. Und es geht weiter. Dann werden sie auf jeden Fall wieder glatter. Also einfach zwischendrin einfach die Hände waschen. Das ist der Trick. So, hier sind wir schon mal fertig. Dann nehmen wir eine Schüssel und sieben unser Puderzucker. Also wir brauchen etwa 100 Gramm Puderzucker. Auf jeden Fall sieben, damit es wirklich ganz fein wird. So, das ist jetzt ein ganz feiner Puderzucker. Jetzt nehme ich meinen Stein. Ich werde heute auf jeden Fall auf den Stein backen. Wenn ihr keinen Stein zur Hand habt, dann nehmt ihr ein Backblech mit Backpapier. So, und jetzt nehmen wir ein Kugelchen und wälzen das einfach in Puderzucker.
So schaut's aus. Einfach hinlegen, auf jeden Fall mit Abstand, weil die im Laufe des Backvorgangs auf jeden Fall größer werden. Und wenn der Puderzucker gesiebt wird, dann haftet er auf jeden Fall viel, viel besser auf den Bällchen. Also die sind dann wirklich schneeweiß. So, ich habe jetzt 14 Stück hier drauf und die wandern jetzt in einen gut vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze. Ihr Lieben, so schauen meine Kekse jetzt aus. Mein Backofen muss ausgemacht werden. So, jetzt schimpft er nicht mehr. Ich lasse diese jetzt noch etwa 2 Minuten auf dem Zauberstein ruhen und dann nehme ich sie zum Abkühlen auf das Kuchengitter runter. So, die Kekse waren jetzt etwa noch 2 Minuten auf dem Stein, auf dem heißen Stein drauf und kommen jetzt auf das Kuchengitter zum Abkühlen. Also bitte ganz, auch wenn man sich nicht beherrschen kann, aber die müssen wirklich ganz auskühlen. Dann schmecken sie wirklich am besten. Die zweite Fuhre habe ich in der Muffinform gebacken. Diese muss einfach gut gefettet werden und dann sehen sie so wunderschön aus. Die lasse ich kurz abkühlen und nehme sie gleich raus. So, die Kekse sind recht gut aus der Form rausgegangen. Auf jeden Fall, wenn ihr eine Muffinform nehmt, auf jeden Fall gut einfetten. Bei der Pampered-Form muss man es jetzt nicht so arg. Das Problem ist einfach, dass der Puderzucker einfach ziemlich arg karamellisiert, deswegen soll man doch ein bisschen einfetten, sonst kleben die einfach fest. So sieht's aus, ein paar haben das Abkühlen nicht überlebt, insgesamt hatte ich 30 Stück, die Betonung liegt auf hatte. Und probiert's doch mal aus und ich zeig mal vielleicht eins, wie es da drin aussieht. Sieht man das? Also die sind auf jeden Fall außen ziemlich knusprig, aber innen drin wirklich super weich. Also meine Lieben, macht's nach, teilt eure Fotos mit uns, Hashtag TammyTweens und gebt uns einen Daumen nach oben und teilt dieses Video, falls es euch gefallen hat. Bis dahin, eure Anna.